Warum ist dir Äußeres so wichtig? Und das finde ich dann immer ein bisschen schade. Nur weil ich so aussehe, wie ich aussehe, heißt es nicht, dass ich ein oberflächlicher Dude bin, der keine Tiefe hat. So. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Firina, die fragt, warum ist dir Äußeres so wichtig? Warum ist dir das Äußere so wichtig? Ich weiß nicht, wie du darauf kommst. Wahrscheinlich, weil ich selber immer oft trainieren gehe, zum Friseur gehe, versuche mich gut anzuziehen. Äußerlich halt einfach selber gut am Start zu sein. Oh shit, man, ich hoffe, der Wind ist nicht zu laut. Tschüss! Mann, ist das Fahrrad umfällt, Digga. Keine Ahnung, ich bin ein Typ, der sehr ästhetisch ist. Ich finde schöne Sachen, schöne Dinge generell, egal bei was, Sachen, die schön sind, die eine gewisse Ästhetik haben, die eine gewisse Ausstrahlung haben, finde ich nice. Egal, ob es jetzt die Natur ist, wenn sie schön ist, ob das ich bin, ob das eine Frau ist, ob das ein anderer Mann ist, ob das jemand ist, der krass trainiert hat und einen ästhetisch anspruchsvollen Körper hat, so einen nicen Körper hat, dann finde ich das einfach, ich finde das nice. Mir gibt es ein gutes Gefühl, ich gucke mir sowas gerne an. Und ich glaube auch, wenn du dir selber einen gewissen Wert gibst, dann legst du auch Wert darauf, wie ästhetisch du bist. Keine Ahnung, also ich bin so, dass ich sage, ich feiere mich so, wie ich bin. Ich bin dankbar dafür, dass Gott mir diesen Körper geschenkt hat, mir alles geschenkt hat, so wie ich bin. So, und weiß es zu schätzen und versucht es halt zu pflegen und auch schön nach außen zu tragen, sage ich mal. Und natürlich gehört auch eine gewisse Eitelkeit dazu, eine gewisse, dass man sich selbst einfach auch gerne sieht, wenn man gut aussieht. So, ich zum Beispiel, ich möchte mich gerne im Spiegel angucken. So. Ich möchte in den Spiegel reingucken und sagen, so, das, was ich mir vorstelle, was mein Schönheitsideal ist, so, das spiegele ich auch wieder. So, ich möchte immer einen schönen Körper haben. Ich möchte immer irgendwie einfach mit mir selber im Reinen sein, mit mir selber zufrieden sein und mich so feiern, wie ich bin. Und bei mir ist es halt so, wie ich gerade aussehe. Ich denke mal, sie kommt darauf, ich weiß nicht, worauf sie da kommt, aber ich glaube, sie kommt darauf, weil ich selber halt regelmäßig trainieren gehe, gucke, dass ich gut angezogen bin, dass ich gut aussehe. Und einfach sehr viel Wert darauf lege. Und so ist es auch bei meinen Gegenübern so. Wenn ich eine Frau kennenlerne zum Beispiel, dann möchte ich auch, dass die eine gewisse, ja, einfach Ästhetik ausstrahlt und auch motiviert ist, das Beste, die beste Version aus sich rauszuholen. Und ich glaube, das geht sowohl im Inneren als auch im Äußeren. Mir ist das Innere aber mindestens genauso wichtig. Für Leute, die mich kennen und die sich mal mit mir unterhalten haben, die merken das auch, dass ich ein sehr tiefer Mensch bin. So. Was man erstmal, wenn man mich sieht, nicht vermutet. Und das ist eine Sache, die ich auch sehr eigentlich schade und traurig finde, weil Menschen, die eine gewisse Ästhetik ausstrahlen oder eine gewisse Strahlung haben oder optisch gut aussehen, werden oft in eine Schublade reingesteckt, so von wegen, die sind oberflächlich und die legen nur Wert auf Äußerlichkeiten und interessieren sich nicht für die Werte von einem Menschen oder für das Innere von einem Menschen. Und das ist halt bei mir gar nicht der Fall. Ich habe fast bei jeder Frau, die ich kennengelernt habe, eigentlich jede Frau, die ich kennengelernt habe, hat spätestens nach 20 Minuten, einer halben Stunde gesagt, oh, das hätte ich von dir gar nicht erwartet, dass man mit dir über die und die Dinge reden kann, dass du eigentlich ein sehr tiefer Mensch bist, der sich über sehr viele Dinge Gedanken macht. So. Und das finde ich dann immer ein bisschen schade. Nur weil ich so aussehe, wie ich aussehe, heißt es nicht, dass ich ein oberflächlicher Dude bin, der keine Tiefe hat. So. Das ist eine Sache, wo ich sagen würde, verurteilt Menschen auch nicht nur wegen der Optik. So. Nur weil jemand geil aussieht oder gut aussieht oder sich Gedanken darüber macht, wie er aussieht und sich dementsprechend auch präsentiert, heißt es nicht, dass er keine Tiefe hat. So. Mach das nicht. Ich küsse dein Herz.